Leute, wenn ihr Bock habt, den Dirk und mich auf einen kleinen Trip hier, Löw, Traumfädchen, Rabenleihfahrt begleiten, bisschen Drohne fliegen und so weiter, 5000 Abo-Special-Gewinner, dann bleibt dran und schaut euch den Vlog an. Genau. Es lohnt sich. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Ja, ihr seht mich gerade hier, ich gehe gerade den Berg hoch und zwar in Löw an der Mosel. Wir haben November, ja, sind im Teil-Lockdown und ich hatte ja eine 5000 Abo-Special gemacht und da hatte ich den Gewinner versprochen, dass ich mit dem eine Wanderung in Löw an der Mosel mache mit anschließender Weinprobe. Ja, hatte ich gesagt, verschieben wir das auf nächstes Jahr oder machen wir die Wanderung trotzdem. Und da hat der Dirk gesagt, der Dirk aus dem Saarland, ey, weißt du was, lass uns das trotzdem machen. Wir werden unterwegs vielleicht was essen und dann lassen wir ein bisschen Drohne fliegen. Und wie gesagt, wir gehen den Löfer Rabenleihfahrt, das Traumfädchen. Und ich bin jetzt schon ein bisschen außer Atem, weil ich jetzt erstmal hier unten parken musste. Oben ist nämlich eine Baustelle an dem Parkplatz. So Leute, da haben wir ihn. Der Dirk von Stoppschild TV, ne? 5000 Abo-Gewinner aus dem Saarland. Genau. Deswegen werde ich vielleicht ab und zu mal ein bisschen untertiteln müssen. Ja. So schlimm ist es, glaube ich, nicht. Nein, also ich verstehe den natürlich. Ne? Weil ich habe nämlich mit drei Saarländern in der Ausbildung auf der Bude gelegen. Ne? Also so gesehen bin ich da, ich kenne mich da aus. Hat ja auch schon der Hauptgewinn, sage ich mal. Ne? Ja, genau. Wir werden den Löfer Rabenleihfahrt gehen. Drohne fliegen so am Rand von Weinberg. Die Weinberge sehen übrigens ziemlich geil aus, ne? Schön mit den gelben Blättern und so. Und ich habe sowieso noch nicht allzu viel Drohnen im Herbst fliegen können. Jetzt habe ich die Mavic Air 2 hinten im Rucksack, zwei Dosen Krombacher Radler oder Bitburger Radler, ne, ich glaube Bitburger Radler und zwei Stutzen Fleischwurst. Ne? Liona in Saarländisch. Liona. Die gönnen wir uns nachher da an diesem Aussichtspunkt Rabenlein mit Blick auf Hudsonport. Also, wie gesagt, der ist nicht jetzt nicht so ultra lang, der Fahrt hier, aber es geht halt, ihr seht ja schon, ne? Guck mal, erstmal steil den Berg hoch, man kommt schon ein bisschen auf Temperatur und dann gucken wir mal, was der Tag noch bringt, die Weinprobe, beziehungsweise, die muss ja leider ausfallen, hatte ich ja gerade eben schon gesagt, wegen, ne? Weil alles zu ist, aber wir werden schon einen schönen Tag haben, dann gucken wir mal, was der Tag so bringt, ne? Wir nehmen euch auf jeden Fall mit und... A mess. Don't know how I got here, but I'm blessed. Didn't know it'd take me past my destiny. You're behind me with the rest, 'cause I'm a mess. No more you. So unterwegs sind, dann stellen wir den Dirk noch mal genau vor. Stoppschild TV ist ein YouTube-Kanal, ne? Genau. Da geht es um Family und einfach das normale Leben, ne? So kann man das mal grob ausdrücken, würde ich sagen, oder? Eigentlich das Leben von einem saarländischen Familienvater auf Saarländisch. Ich bemühe mich auf jeden Fall. Und meine Familie taucht auch drin auf, aber die Kinder zensiert, weil die sollen nicht ins Internet. Ja, da bin ich übrigens auch vollkommen deiner Meinung. Da kann ich so den einen oder anderen, zumindest bei ganz kleinen Kindern, gar nicht verstehen. Ne? Der Kanal ist echt lustig, gut gemacht. Danke. Alles mit dem Handy gefilmt, also wirklich. Was? Nee, und mit der GSMX. Ja, aber viel mit dem Handy in letzter Zeit, ne? Oder? Nur die Fahrt aus dem Auto raus, ja. Ja, ja. Gut, Halterung für die Kamera habe ich nicht. Ja gut, die Kamera ist aus dem Auto auch nicht ganz so ideal. Ja. Ne? Handy ist da schon besser. Aber im Endeffekt hat er auch eine Mavic Mini. Genau. Ja. Ab und zu ein paar schöne Drohnenaufnahmen, jetzt gerade letzten St. Wendel oder wo das war, ne? Hatte ich gesehen. Richtig. Herbstaufnahmen. Werde ich mir heute mal den einen oder anderen Tipp noch geben, wie er die Drohnenaufnahmen verbessern kann. Na, im Schnitt verbessern kann. Nicht die Drohnenflüge, ja, aber im Schnitt. Da machen viele immer die gleichen Fehler. Dann sieht das einfach viel besser aus am Ende des Tages. Oh, you said things could only get better. More than ever they go. How can I believe
Vater drüber, wie wir dann so all die Kanäle abonniert haben. Hier der Dirk, der ist über Stefan und John und dann den Mavic Mini Videos zu mir gekommen und zum Murat. Und ich bin dann auch, wie gesagt, er hat dann auch sehr oft kommentiert, ne? Jo. Und immer lustig kommentiert. Und da habe ich mir schon gedacht, wo kommt der Kerl her? Ja, ja, der immer nette Kommentare, also auch so ein bisschen lustige Kommentare halt. Das mag ich eigentlich. Und ich bin ja auch jemand, der fast jeden Kommentar beantwortet, was wirklich viel Arbeit ist, das muss man ganz klar sagen. Das ist aber lobenswert. Ja, und ich tue jetzt nicht einfach nur ein Smiley drunter machen. Ne? Das mache ich schon mal, wenn einer auch nur ein Smiley macht, ne? Dann mache ich auch noch ein Smiley zurück. Aber ich versuche dann schon irgendwie auch auf die jeweilige Person einzugehen. Allerdings fällt das natürlich mit zunehmenden Abonnentenzahlen immer schwerer. Aber es geht noch. Also man kann es noch hinkriegen. Und das ist eigentlich auch ein Tipp, sage ich jetzt mal, wenn man von Anfang an schön auch so eine Beziehung halt aufbaut. Und es ist immer super, dass man hier so einen Abonnent dann auch mal live trifft. Ne? Das haben wir ja schon ein paar Mal jetzt gehabt. Der Andreas da aus Mannheim, mit dem ich jetzt noch mal unterwegs war. Und war schon immer eine schöne Geschichte, muss ich ganz sagen. Oder hier der Michael aus Köln, wo wir in Koblenz unterwegs waren. Also wirklich, so YouTube ist schon, sagen wir mal so, ein ganz gutes soziales Medium. Fast besser wie Facebook oder sonst irgendwas, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und hier haben wir schon gleich die ersten Ausblicke hier auf die Mosel. Das Leid eines jeden Vloggers, ne? Wenn er denkt, wir würden hier nur 6 Kilometer gehen, wir müssen ja wahrscheinlich die Doppelte gehen, wir müssen immer die Kameras holen gehen. Ja, da sind wir über Hatzenport. Hatzenport, hier ein kleiner schöner Weinort an der Mosel. Ja, hat auch immer ein schönes Weinfest, so im, ich glaube, das ist irgendwann immer so im Juni, Juni, Juli. Waren wir früher immer sehr oft gewesen, als wir jung waren. Ne? Und dann sind wir irgendwann nach Hause gewackelt mit dem Taxi. Aber momentan ist leider alles anders, alles ist zu und wir werden auch keine wirklich Wein heute trinken können. Ich habe aber Bier dabei. Guck mal, hier kommt gerade ein Besucher. Wo kommst du denn her? Warum? Ah, ich glaube, das Rauschen kommt da hinten. Hallo. Wieder oben auf der Höhe angelangt, gehen jetzt rüber zum Aussichtspunkt Rabenlei und werden da mal eine Schürze Fleischwurst essen, die Drohne fliegen lassen. Die könnten wir auch gleich hier, na hier ist noch ein bisschen, ich warte ja immer noch so auf ein bisschen mehr Sonne, ne? Aber es ist nicht schlecht, aber es ist okay, sagen wir mal. Und ja. Lassen uns da mal eine schöne Pause, mal eine Timelapse, whatever, unterhalten uns noch ein bisschen. Wie gesagt, wir unterhalten uns sowieso ziemlich viel über Gott und die Welt. Viele Sachen, die gar nicht hier
die jetzt jugendfrei sind sie schon, aber die jetzt hier auf dem Kanal dann kommen. Aber ganz nett, wirklich schön. Jetzt haben wir auch das Gröbste geschafft. Es geht jetzt definitiv nicht mehr der Berg runter, Berg hoch. Sozusagen am Löfer-Rabenlei-Aussichtspunkt angekommen. Und hier werden wir jetzt mal schön eine Brotzeit starten. Und es sieht sehr gut aus für uns. Ja, guck mal da, wunderbar. Genau. Guckt euch das mal an. Keiner da und hier Ausblick. Und natürlich hier schön abstandskonform, ne? Hier so schön 1,5 Meter dazwischen, ne? So wie ich das gehört. Halten wir uns natürlich an die Corona-Bestimmungen. Steht da noch eine Maske dabei? Ja, ich auch. Immer dabei. Ne? Einmal das Bitburger Radler aus der Eifel für den Dirk. Danke. Und einmal das Carlsberg Radler aus dem Saarland für den Frankie. Und der Leona. Brot, danke. Genau. Und. Dann machen wir mal Prost. Oh. Ja. Das war auch nur im Rucksack. Wo ist er schon? So, Prost auf einen schönen Tag heute. Kochs Fleischwurst aus Müllem. Die Metzgerei heißt noch selben Namen wie ich. Hashtag Werbung. Ja. Aber nur Fleischwerbung. So Leute, jetzt packen wir mal das Dröhnchen aus. Leider ist die Sonne nicht mehr da oder nur ganz wenig da. Es ist ein bisschen windig geworden. Ich denke mal, es geht aber doch noch so einigermaßen. Wir fliegen mal zumindest mal einmal für euch über die Weinberge. Und wie gesagt, ich packe jetzt erstmal die R2 aus. Und ich weiß nicht, ob du Mini fliegst. Ich kann nur die Mini. Müssen wir mal gucken, wie das mit dem Wind aussieht. Ne? Obwohl, wenn wir da gegen den Wind fliegen, dann werden wir es auch wieder zurückkriegen, denke ich mal. Wir gucken mal.
Hatzenport und die Weinberge in die Mitte. Ja, bisschen Trönchen geflogen, ne? Richtig. Mavic Mini, Mavic Air 2 und ja, ein paar Aufnahmen sind bei rumgekommen. Jetzt ist auch, langsam wird es richtig frisch hier oben. Wir haben schon unser Fleischwurst gegessen, unser Bier getrunken, beziehungsweise Radler. Haben uns ein bisschen gut unterhalten. Und dann kamen noch ein paar Leute, ein paar ältere Frauen vorbei. Denen haben wir noch gezeigt, wie das mit der Drohne aussieht. Ne? Und jetzt machen wir uns in die Richtung, wieder ab Richtung Löw, Richtung Parkplatz. Ist auch nicht mehr so weit. Wird auch nicht mehr allzu viel gehen. Aber wir melden uns dann gleich nochmal zum Schluss für eine kleine Abmoderation. Und mal gucken, was vielleicht an Drohnen noch geht. Aber das sieht heute echt nicht mehr so richtig gut aus. Wir gucken mal. Gut. Guck mal, da ist übrigens die Canon, G7 Mark II, GX Mark II. Richtiger Vlogger-Klassiker, wirklich eine gute Kamera. Ja, aber ohne Windschutz hört man wahrscheinlich nichts außer der Wind. Genau, Windschutz kann man aber oben drauf kleben, muss man mal gucken. Used to be home, passing by those little towns I know so well. Stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away. So Leute, ja, haben wir das kleine Traumfältchen hinter uns gebracht. Ja, war ganz nett, oder? Ja, war super, ja. Aber eher ein Spaziergängchen, ne? Aber gut, berg hoch war natürlich, sind wir schon mal auf Temperatur gekommen, aber ganz so kaputt sind wir jetzt nicht. Oder? Wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Das ist jetzt auch ein guter Platz hier unterhalb vom Sportplatz oder über vom Sportplatz in Löw für eine Abmoderation. Leute, wenn es euch gefallen hat, wie immer, ne, liken, abonnieren. Daumen nach oben, Glocke, könnt ihr auch, ne? Glocke ist egal. Auch mal hier beim Dirk auf dem Kanal vorbeigucken. Ne? Da gibt es dann auch eine schöne Zusammenfassung hier von dem Walk. Das ist immer ganz schön, wenn man so zwei verschiedene Perspektiven sieht. Und Dröhnchen geflogen. Und da hinten kommt jetzt übrigens gerade die Sonne raus. Guck mal, da oben. Ja, es sind immer noch Wolken davor. Sind noch Wolken davor. Ich fahre vielleicht auf dem Rückweg noch in Kobern. In Kobern vorbei, da ist noch so eine Burg. Da wollte ich mal gucken, ob man da fliegen darf. Das weiß ich aber nicht. Das liegt aber jetzt nicht auf dem Weg vom Dirk. Der macht sich jetzt über den Hunsrück wieder zurück nach, wie heißt der Ort? Geheim. Geheim. Saarland, Nordsaarland, Landkreis. Genau, in Saarland. Und da würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, macht's gut, haut rein und ciao. Tschüss.